Herzlich willkommen zurück zu Nier. Im letzten Part sind wir in diesen tollen Dungeon gekommen, wo wir nach den Regeln des Dungeons spielen müssen, die nicht so geil sind, weil hier dürfen wir nicht rennen und nicht zaubern. Was ja alles kein Problem ist eigentlich. Aber es ist halt mega stressig. Oh fuck. Und das ganz kurze Rennen zählt auch schon. Und ich stand eigentlich ganz gut da. Ich versuch mal was anderes, weil eigentlich ist da genug Platz zwischen da zu stehen. Ich muss das nur mal so machen. So reicht es nämlich. Nein! Ich bin gerannt. Ah, diese Verführung zu rennen. Das ist so schlimm. Ah! Derp. Wie da Blutflecken sind, wenn wir getroffen sind. Das ist so heftig. Wir kriegen auch Energie abgezogen, wenn wir getroffen werden. So. Ich finde das mit der sich gerade sehr angenehm, auch wenn ich da nicht alle Kugeln kommen sehe. Okay. Hört der nicht auf zu schießen? Doch. Extrem spät aber erst. Jetzt nicht rennen. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir einen schlimmen Raum hinter uns. Da kommen bestimmt noch tausend schlimmere, aber wir schaffen das. So. Jetzt nicht rennen. Nicht zaubern, nicht rennen. Halleluja. Ah, Dankeschön. Ah, warte, hier lag doch was zum Sammeln. Nee. Dankeschön. So. So ein Speicherpunkt würde ich feiern. Ach, jetzt sind wir hier in der Etage weiter unten. Okay. Was ist denn hier für eine Regel? Das sieht nach gemeiner Regel aus, hä? Was soll man hier machen? Manchmal kann man ja schon am Raumaufbau sehen, was man jetzt nicht machen darf. Geschützte Schildkröte. Ich darf nicht blocken. Oder was? Ist ja kein Ding. Einfach über die Dinger gesprungen. Nachteil ist halt, dass die Dinger explodieren, sobald man auf denen drauf steht. Deswegen muss man auch schnell wieder von denen runter. So, hinter uns ist keine Tür, die weitergeht. Nee, okay. Dann ist ja gut. Ich hätte die auch bewegen können. Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht machen dürfen, weil das die Regel war. Okay. So, nehmen wir jetzt die. Die ist offen. Die noch nicht. Okay, dann müssen wir die nehmen. Was haben wir hier? Würde ich gerne die Kamera drehen. Oder auch nicht. Magiespeiende Fledermaus. Darf ich zaubern? Ja, ist ja egal. Darf nur nicht getroffen werden. Von den Mistdingern. Dankeschön. Win-win. So. Sehr schön. Kann so schön ruhig hier drin sein. Dann nehmen wir mal den nächsten. Man kann sich die natürlich auch schwer machen, aber warum sollte ich mir die Aufgaben schwer machen? Oh, hier muss ich mehrere schaffen. Ich hoffe nicht in der richtigen Reihenfolge. Schwertschwingender Tiger. Oh, ich darf nicht angreifen. Okay. Wir holen uns einfach mal mit Magie ganz viele. So, und da oben war noch einer. Noch irgendwo einer, da oben. Ah, ich darf ihn nicht treffen lassen. Weil ich getroffen wurde, ist auch vorbei.
Da hinten ist noch einer. Kriege ich den so? Ich würde gerne den da hinten treffen. Kriege ich den? Jawoll. Ist hier sonst noch einer? Nee, da ist keiner. Da hinten wahrscheinlich noch. Ja, so wie beim anderen auch. Na, kriege ich den? Ist er nach rechts? Ja, ich glaube, den kriege ich so nicht. Oh Gott! Oh, hier ist auch einer. Mies versteckt. So, den möchte ich auch haben. Geschafft. Ich hätte vorhin fast das Schwert benutzt. So, jetzt kommen wir hier lang. Geht doch ganz gut bis jetzt. Jetzt darf ich wieder springen, ja? Oh Gott. Ah, ich hasse es, Sprungpassagen. Ah, mach halt keinen Doppelsprung. Hab dich immer Energie abgezogen, das ist so mies. Problem ist halt wirklich, sobald ich stehen bleibe in der Luft, springt er nicht mehr. Das heißt, man kann eigentlich perfekt... Was soll das denn? Man kann eigentlich perfekt abschätzen, ab wann man nicht mehr weiter darf. Weil man, sobald ich loslasse, die Richtung, dass ich loslasse, hört er auf, weiter zu fliegen. Er bremst sozusagen in der Luft. Das macht es eigentlich einfach, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Was ist hier? Außenbereiche. Okay. Helle Außenbereiche. Ah, nicht mehr so helle Außenbereiche. Lehm. Ja. Ich hoffe, mit dem Lehm kann ich auch irgendwas anfangen. Ich habe halt keine magischen Kräuter mehr, habe ich das Gefühl. Oh, dunkel. Was ist hier los? Was passiert hier? Welche Regel erwartet mich hier? Ausweichende Maus sind verboten. Ja, cool. Das ist natürlich scheiße. Nein, schon verloren. Kackviecher. Machen wir es halt so, ne? Auch kein Problem. So. Luftabbrüche. So, ich darf nicht ausweichen. Nicht ausweichen. Bitte. Ich darf nicht den Ausweichknopf drücken. Das geht so schnell. Verteidigung durchbrechen erhalten. So, wo bist du? Ich sehe gerade nichts. Ich will halt auch keine Schultertaste gerade drücken. Nicht ausweichen. Alter. Nutze Magie. Oh. Leute. Du bist tot. Achso. Du auch? Nee. Jetzt bist du tot. Da kommt noch einer. So, es kommt ein Boss. Ja! Wer bist du denn, Alter? Ich darf immer noch nicht ausweichen, ne? Das ist denen klar. Oh, da kriegt aber viel Schaden. Ah! Aua. Aua. Nicht ausweichen. Das ist so kacke. Nicht ausweichen zu dürfen, ist extrem mies. Komm, jetzt letzte. Jawoll. Das Wort Oath erhalten für Magie und Waffen. EP-Anstieg plus 2. Oh, yes. Oh, yes. Was liegt da für ein Item? Komplexe Maschine. Du Mistvieh. So, Grimor Weiß. Wir haben Wörter. Und zwar... Oath war das Wort. Oath hat leider keinen Vergiftungseffekt. Dann packe ich es auf Magie. Dunkle Illusion. Oath. So. Da packen wir das Wort drauf. So, jetzt haben wir da noch ein Räumchen. Was ist hier? Ist hier überhaupt was? Komme ich hier weiter? Hier komme ich weiter.
Wahrscheinlich laufe ich jetzt gerade den falschen Weg. Gucken wir mal. Auf jeden Fall wird die Musik hier schön. Oh Gott. Da kann ich rein. Okay, was ist hier? Hallo? Ein Speicherpunkt. Oh, wie toll. Das ist schön. Sehr gut. Heißt aber nur, dass jetzt ein Boss kommt. Aber es gibt einen Speicherpunkt. Where are we? It's an odd place to be sure. I suppose that was to be expected. Look. That mewling child is inside. Bevor wir diesen Boss machen, beende ich hier den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Nier. Ciao, ciao.